Hallo zusammen, willkommen bei unserem neuesten Video. Heute geht es mal darum, ein ZTE-Handy zu reparieren. Normalerweise machen wir es ja nicht, aber in dem Fall hatten wir einen echten Notfall. Der Kunde kam rein, sein Handy ist nicht mehr gestartet und da war einfach die Vermutung, dass man durch Trennen des Akkus das wiederbeleben kann. Denn in vielen Fällen ist das tatsächlich der Fall, dass sich die Handys so dermaßen aufhängen, dass diese ganzen Kaltstartknöpfe und Gedönse da alle nicht mehr helfen. Und dann machen wir es auf, trennen den Akku, gucken mal, ob irgendwelche Sachen lose sind, was dann allerdings meistens nicht so ist. Ja, für alle, die es interessiert und auch benötigen, die Anleitung ist gleichzeitig dafür da, um zu zeigen, wie man einen Akku tauschen kann. Alle Angaben sind wie immer hier ohne Gewähr. Wer sich das nicht zutraut, geht doch einfach am besten zur Werkstatt seiner Wahl. Viel Spaß mit dem Video. Wie bei den meisten Handy-Reparaturen müssen wir erstmal das Telefon erwärmen, damit wir dann die Klebestellen leichter öffnen können. Hier in dem Fall handelt es sich lediglich um zwei Abdeckungen, die hier entfernt werden müssen. Dazu am besten mit einem spitzen Gegenstand. Hier in dem Fall haben wir so ein Plektron bzw. so ein Icesmo, das sind so kleine Werkzeuge, genutzt, um die Abdeckung zu entfernen. Unterhalb der Abdeckung befinden sich Schrauben, die wir gleich öffnen müssen. Dann nicht vergessen, sicherheitshalber immer noch mal SIM-Trays rausnehmen, damit wir gleich den Deckel auch ordentlich abkriegen. Denn manchmal kann so ein SIM-Tray auch abbrechen. Und das wäre natürlich nicht so schön. Idealerweise legt ihr euch die Schrauben immer in der gleichen Reihenfolge an die Seite, wie ihr sie abgeschraubt habt. Je nach Modell gibt es halt unterschiedliche Schraubenlängen. Soweit ich jetzt in Erinnerung habe, ist das hier nicht der Fall. Aber wir gehen da immer auf Nummer sicher und reihen die entsprechend auf einem Magnetpad an, damit wir da sicher sein können, dass jede Schraube auch an der richtigen Stelle ist. Um das Display zu entfernen, müssen beide Abdeckungen, also oben wie unten, abgemacht werden. Wir dachten am Anfang erst, hier würde eine reichen, aber es sind tatsächlich beide. Wichtig ist jetzt hier beim Entfernen der Abdeckung darauf achten, dass die Kamera, die sich oben befindet, nicht beschädigt wird. Und dann gibt es sicherlich da auch noch den ein oder anderen Sensor, also hier einfach ein bisschen vorsichtiger sein und immer schön warm machen. Da die meisten ja zu Hause keine Heizplatte haben, geht auch ein handelsüblicher Föhn. Hier einfach darauf achten, dass die Temperatur nicht zu hoch ist. Grundsätzlich sagt man, Telefon nicht über 60 Grad erhitzen. Wird natürlich mit dem Föhn ein bisschen schwer fallen, aber die handelsüblichen Föhne, die sollten auch nicht heißer werden als 60 Grad. Nur man kann natürlich da mit punktueller Haltung sozusagen auch hohe Temperaturen erreichen, also hier einfach sensibel sein, immer mal fühlen. Das kann ich euch nicht abnehmen, da müsst ihr selber gucken, wie ihr da klarkommt. Hier seht ihr, da haben wir noch die untere Abdeckung dran gelassen, die wir ja dann abgeschraubt haben. Ja, mit dem Plastiktool ist der Marcel jetzt hier drunter gegangen und konnte wunderbar den Deckel abheben. Der ist dann relativ leicht zu öffnen. Hier einfach darauf achten, dass ihr nicht zu tief mit den Plastiktools reingeht. Und jetzt haben wir ja hier den Fingerabdrucksensor entfernt vom Motherboard. Da einfach auch immer darauf achten, dass ihr ein Plastiktool nehmt und keine Bauteile, die sich gegebenenfalls um den Stecker befinden, beschädigt.
Also oftmals, und das kommt sehr gerne bei den iPhone meinetwegen vor Generation 6, da sind um den Stecker beim Akku sind so feine Filter angebracht und der unerfahrene Reparateur, der reißt dann so einen Filter ab. Hier haben wir jetzt den Akku getrennt. Das ist immer die wichtigste Maßnahme. In dem Fall war es für uns ja sogar sehr wichtig, weil das Telefon ja nicht mehr gestartet hat und unser Verdacht war berechtigt. Nachdem wir den Akku getrennt hatten, haben wir das Telefon wieder einwandfrei starten können. Der Marcel macht jetzt hier zusätzlich noch das Flex ab, was von oben nach unten geht, um euch zu zeigen, wie man jetzt leicht an den Akku kommt. Für unsere Reparatur war es jetzt nicht notwendig, aber um den Akku zu entfernen, müsst ihr letztendlich hier die Flex entfernen. Bei der Montage bitte darauf achten, da ist ein Pfeil auf dem Flex, der nach oben zeigt Richtung Kamera. Auch bitte in dieser Reihenfolge die wieder anbringen. Um den Akku am Ende rausnehmen zu können, müsst ihr den noch warm machen und dann einfach drunter und dann könnt ihr den rausziehen. Ja, wie ihr gesehen habt, war kein großes Hexenwerk. Wir mussten diese beiden Klappen da öffnen, also diese beiden Abdeckkappen, und dann konnte man mit dem passenden Werkzeug schon relativ leicht hier an die inneren Bauteile des ZTE-Handys ran. Also von daher keine so schwierige Reparatur. Ja, das war es dann auch schon mit dem Video. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann natürlich den Kanal abonnieren. Kommentare bitte unten einfach in die Beschreibung. Bis dann. Tschüss.